Hallo meine Lieben und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Anna, schön, dass ihr heute dabei seid. Bei mir ist die Muttertagsbox von Barbara Box angekommen. Die habe ich mir nämlich bestellt. Die hatte ich letztes Jahr ja auch schon. Mir hat sie super gut gefallen und deswegen dachte ich, komm, die bestelle ich dieses Jahr, nicht diesen Monat, dieses Jahr auch wieder. Dadurch, dass ich ja dieses Barbara Box Abo habe, habe ich ein bisschen gespart. Also ich habe knapp 34 Euro bezahlt. Normalerweise kostet ja die Box 44,95. Sie ist übrigens gerade noch erhältlich. Ich habe nämlich eben, bevor ich hier angefangen habe, dieses Video zu drehen, nochmal nachgeschaut. Und sie soll wohl einen Warenwert von über 235 Euro haben. Und wir schauen jetzt gleich mal in diese Schätzchen hier rein. So sieht sie einmal aus. Ich zeige euch schon mal hier die Umverpackung. Na, also die Box gefällt mir richtig, richtig gut. Finde ich toll mit dem Blumendesign. Bevor wir das tun, ich freue mich natürlich immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner weiteren Videos zu verpassen. Über ein Däumchen nach oben freue ich mich auch immer. Und wenn ihr mir einen netten Kommentar hinterlasst, sei es einmal zu den Produkten aus der Box oder generell zu der Barbara Box, ob ihr sie auch im Abo habt oder ob ihr euch überlegt, die zu abonnieren. Teilweise gibt es nämlich da immer so besondere Angebote. Und genau, ich würde sagen, wir schauen jetzt hier einmal gemeinsam rein. Und ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, also ich muss sagen, der Deckel, der will gar nicht so richtig schließen. Und ja, schauen wir doch mal, was sich hier drin verbirgt. Jetzt hier einmal oben alles geöffnet, also dieses ganze Papier da weggemacht. So habt ihr dann schon mal einen ersten Blick in die Box. Und die sieht auf jeden Fall prall gefüllt aus. Und dann würde ich sagen, ja, wir schauen mal gemeinsam, was hier drin ist. Wir haben hier ein Heftchen dabei. Bei der letzten Barbara-Box hatte ich ja kein Heft mehr dabei, also ich gehe davon aus, sie haben es jetzt vielleicht ein bisschen umgestellt und vielleicht wirklich nur noch bei diesen Limited Editions vielleicht ein Heft dabei. Finde ich aber nicht so schlecht. Ja, ich mag Hefte generell. Alles Liebe zum Muttertag steht hier drin. Muttertags Edition. Ich lese diese Sachen jetzt hier nicht vor, weil uns interessiert ja mehr, was jetzt hier für Produkte einmal drin sind. Die Preise kann ich euch gerne einblenden und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich bin zwar keine Mutti, aber ich dachte mir, komm, letztes Jahr hat mir die Box so gut gefallen. Und warum solltest du mir dann nicht bestellen? Die Produkte sind ja bestimmt nicht nur für Mütter, die sind ja auch für andere, ne? Für jede auch, die keine Kinder hat. Also, ganz oben drauf liegt ein Produkt. Und zwar ist es von Caloderma Caviar Plus Kollagen, eine Anti-Falten-Augencreme mit Hyaluronsäure, Algenaktivkomplex und Kollagenaktivator. Die soll vitalisieren, glätten und straffen. So sieht sie einmal aus. Ich überlege jetzt hier gerade, ob mir die nicht schon mal bekannt vorkommt. Ich kann die jetzt gerade mal öffnen und dann schauen wir mal gemeinsam. Ich habe die jetzt gerade einmal für euch aus der Verpackung rausgeholt. Und die kommt mir doch relativ bekannt vor. Ich zeige sie euch nochmal. Also ihr habt hier vorne dann eben diesen Applikator. Ne? Ich lasse das jetzt gerade nochmal zu. Ich muss mal gucken, ich bin mir nicht mehr sicher, ich muss nochmal in mich gehen, ich bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich diese Augencreme nicht vielleicht doch schon mal hatte. Auf jeden Fall, ja, lasse ich sie noch einmal zu, für den Fall, dass ich es schon mal hatte und vielleicht auch dann weitergeben werde. Ist es natürlich nicht immer so optimal, die ja, aufzumachen, aber ich finde, passt definitiv in eine Muttertagsbox, kann jeder gebrauchen, ob Mutti oder nicht. Augencreme geht meiner Meinung nach immer. Und wir haben hier übrigens drin 15 Milliliter, also ist eigentlich die Regelgröße für eine Augencreme, hätte ich jetzt gesagt, oder? Also von daher, das ist schon mal definitiv ein super Produkt. Dann habe ich als nächstes was von Barbour drinne. HSR Lifting Anti-Wrinkle Cream 15 Milliliter. Also halt so eine Anti-Faltencreme, ne? Ist jetzt auch passend auf jeden Fall zu der Box. Lasse ich einmal zu. Ich vertrage leider ja diese ganzen Barbour-Produkte nicht immer alle unbedingt. Also ich habe es letztes Mal wieder Ampullen gemacht. Das hat alles super funktioniert, die habe ich gut vertragen, aber so bei Cremes bin ich da doch immer ein bisschen vorsichtiger. Deswegen kann ich mir vorstellen, das wird hier einmal ja entweder eine Verlosungsbox kommen, ich verschenke es, oder gibt es vielleicht auch meiner Mutti dann zu, ja, zu Muttertag, oder ich packe es mal in ein Tauschpaket. Also ich muss mal gucken, die lasse ich definitiv aber noch einmal zu. Als nächstes habe ich hier was von La Vera Naturkosmetik, My Age Intensiv Öl Serum für reife Haut. Bio, Hibiskus und Ceramide sind da drin. Extra intensive Pflege und Minderung von Pigmentflecken. So sieht es einmal aus. Ist halt ein Öl. Ja, biologisch abbaubare Rezeptur. Pflegt die Haut sofort besonders intensiv und verleiht ihr spürbar mehr Spannkraft und Elastizität. Spüre, wie die hochwertige Ölformel deiner Haut Geschmeidigkeit verleiht. Genau, soll man halt einfach vor der Tags- oder Nachtpflege auf die gereinigte Haut auftragen, sanft einmassieren. Und natürlich für ein optimaleres Ergebnis ist noch hier so ein kleiner Tipp dabei.
verwenden kann man dann natürlich dann auch noch die anderen Produkte von der MyAge Pflegelinie. Finde ich aber an sich jetzt auch nicht schlecht. Also die haben sich wirklich dabei was gedacht. Man kann das natürlich erst dieses Serum, also klar, erstmal Gesicht reinigen, dann so ein Serum auftragen, dann kann man die Barbour-Creme auftragen, danach noch schön die Augencreme. Also bisher sind es wirklich alles Produkte, die halt auch perfekt zueinander passen und nicht so quer durchgewürfelt sind. Aber wir machen weiter und ich bin mal gespannt. Ich habe hier nämlich was Schweres drinne. Sieht mir aus wie ein Parfüm. All My Scents Mystic Noir Eau de Parfum. Light My Fire, okay. Mandarine und Almond, Jasmine und Iris, Amber, Vanille und Kakao. Das mache ich jetzt gerade mal auf und dann bin ich mal gespannt, wie das riecht. Gucke mal doch mal, wow, guck mal hier die Verpackung, die sieht doch schon richtig gut aus, oder? Also das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Genau, so sieht einmal das Parfüm aus. Ich schaue jetzt gleich noch mal im Heftchen danach. Bin ich mal gespannt, ob dazu noch irgendwas drin steht. Oh, boah, riecht das gut. Das riecht richtig gut. Das erinnert mich, ich hatte letzten Parfüm. Was war das denn? War das Tresor? Ja, genau. Von Lancôme Tresor. Ich will jetzt die beiden Düfte nicht miteinander vergleichen. Aber irgendwie, wenn ich jetzt an meine Hand rieche, komme ich irgendwie, denke ich direkt an dieses Tresor-Parfüm. Um Gottes Willen. Andere werden mich jetzt vielleicht dafür erschlagen, weil ich diese beiden Düfte damit vergleiche. Ich vergleiche das natürlich überhaupt nicht, ne? Aber das ist so das Erste, kann aber auch sein, es liegt einfach an der Verpackung, weil das halt auch so dunkel lila ist, so ähnlich wie das Lancôme-Parfüm. Auf jeden Fall gefällt mir das Parfüm richtig gut und ich schaue jetzt gerade mal im Heftchen, ob da noch irgendwie was da drin steht. Gut, dass ich in dem Heft geguckt habe, weil es hat zwar jeder ein Parfüm drin, also jeder, der die Box bestellt, bekommt ein Parfüm, aber nicht dieses unbedingt. Es gibt nämlich drei verschiedene und zwar Mystic Noir, also sprich das, was ich habe, Daydream oder Bonbon Boom. Ja, so sieht es einmal aus. Ich lese euch jetzt gerade mal vor, was im Heftchen steht. Entdecke eine Welt voller Sinneseindrücke mit einem von drei Düften der Marke All My Scents. Bon Bon Boom entführt dich mit dem süßen Geschmack von Zuckerwatte und warmen Kokosmakarons in einer Welt voller Spaß und Abenteuer. Mit Daydream tauchst du ein in die Frische eines Sonntagmorgens, während die Sonnenstrahlen sanft deine Haut berühren. Mystic Noir hingegen entführt in eine nächtliche Welt voller Geheimnis und Verführung. Mandarine und Iris verbinden sich mit verführerischem Amber, Vanille und Kakao zu einer sinnlichen und betörenden Aura. Auf jeden Fall. Ich bin ganz ehrlich, mich erinnert dieser Duft trotzdem da dran, gell? Naja gut, auf jeden Fall sehe ich gerade, 45 Milliliter von dem Parfüm haben Wert von 79,99 Euro. Boah, heftig. Ich meine, ich habe ja eben gesagt, ich blende euch die Preise eh ein. Aber krass, knapp 80 Euro für so ein Parfüm. Mir sagt das halt auch gar nichts, gell? Aber ich bin froh, dass ich das hier habe. Wobei, mich hätte auch das Daydream interessiert. Das ist, denke ich mal, so ein frischerer Duft. Aber dieser Bonbon Boom, diese Süße hat mich ehrlich gesagt gar nicht angesprochen, aber ich bin zufrieden mit dem Duft, was ich habe und ja, finde ich cool, dass ich den jetzt drin habe. Jetzt machen wir aber weiter. Als nächstes habe ich hier drin von No Cosmetics ein Rebalance Body Spray. Das hatte ich schon mal im Adventskalender, habe ich einmal weitergegeben. Ich benutze sowas eher weniger. Ich könnte es mir jetzt vielleicht vorstellen, dann für den Sommer, um mich vielleicht mal zu erfrischen oder so. Aber Body Spray, ich benutze mal was, aber ja, das hält halt relativ lange bei mir. Und wenn es jemand anders gibt, der das gerne hätte, wie gesagt, dann freue ich mich natürlich immer drüber, es einmal weiterzugeben. Das ist mit Algenextrakt und Inulin und Extrakt aus schwarzem Hafer. Reduziert Hautunreinheit und Rötung, reguliert das Mikrobiom der Haut und bringt sie wieder ins Gleichgewicht. Jo, an sich nicht schlecht, ne? Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Ob ich es vielleicht auch selber mal benutze oder ob ich es nochmal weitergebe. Weiter geht's. Und zwar mit Kaffeekuss, ein Gewürz von Just Spices und ich muss sagen, dieses Gewürz haben wir auch schon einmal hier zu Hause. Ich benutze es sowas von selten. Das ist übrigens noch haltbar bis Ende November. Werde ich auch mal weitergeben. Ich möchte es euch aber gerade nochmal zeigen. Deswegen, wir benutzen es relativ selten oder bringt es halt nichts, dass ich zweimal das gleiche Gewürz hier habe. Irgendjemand anders kann sich drüber freuen. Das ist ja, eine Würzmischung für Kaffee mit gemahlenen Mandeln, Kakaopulver und Zimt gemahlen. Wie du Kaffee fix verfeinerst. Einfach zwei Prisen Kaffeekuss in den Kaffeefilter geben und das volle Aroma genießen. Schmeckt auch im Kakao, zu Eis, Früchten und im Müsli. Yo,
Das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Generell, sowas kann man immer gebrauchen. Just Spices, wie gesagt, haben wir ja das ein oder andere Gewürz auch hier, wird auch immer nachgekauft. Ich mag die Gewürzmischungen. Finde ich auch cool, dass sie es hier reingepackt haben. Wie gesagt, wir haben das schon einmal da und so viel benutze ich das jetzt auch nicht oder so oft. Deswegen, das wird einmal weitergehen. Dann habe ich hier was in einer Blechdose. Kleine Herzenswünsche für Mama. 25 Wunschkärtchen für zwischendurch. Das ist süß. Liebe Mama, ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich habe die jetzt einfach mal aufgemacht. Das ist nämlich hier noch so ein bisschen eingeschweißt. Ich zeige euch das mal. Werde ich auch meiner Mutti geben. Zeit dir zu nehmen. Und hier steht, liebe Mama, du bist ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben und ich bin so dankbar, dass es dich gibt. Ich wünsche dir alles Liebe und Glück der Welt. Du hast es dir verdient. Jo, das sind halt so ein paar Karten. Wie viel? Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich es eben jetzt gesagt habe. Ja, 25 Wunschkärtchen, sorry. Ich hatte irgendwie 30 im Kopf. Auf jeden Fall sind es halt so kleine Wunschkärtchen. Ich kann es jetzt ja gerade auch parallel nochmal hier öffnen. Da können wir uns vielleicht nochmal so ein anderes Kärtchen einfach anschauen, was da hinten drauf steht. Und das, ja, kann ich dann schön meiner Mutti dann eben zu Muttertag geben. Aber, so, jetzt muss ich gucken, dass sie mir nicht aus der Hand fallen. Ich nehme jetzt hier einfach mal irgendwas, das hier. Sei stolz auf dich. Das ist die Vorderseite. Und auf der Rückseite steht, du bist vielleicht nicht perfekt, aber ich finde, du bist ganz schön nah dran. Dass du deine Ecken und Kanten feierst und stolz auf dich und deine Erfolge bist, das wünsche ich dir, Mama. Ja, und glücklich steht dir, ich hab dich lieb, sag ja zu dir selbst, eine kleine Umarmung und so weiter und so fort. Also finde ich ganz süß, dass sie hier so kleine Kärtchen reingepackt haben. Wie gesagt, ist halt eigentlich eine Muttertagsbox, passend für die Mutti. Und ja, ich finde, das passt aber auch. Und ja, das wird auf jeden Fall weitergehen natürlich. Dann habe ich hier was drin und zwar von M.A.S.A. Magic Finish Satin Lipstick mit Volumentechnologie. Technologie, ich bin schon wieder im Englischen. Intensive Farbe, 11 pflegende Öle und Wachse, Feuchtigkeit spenden. Perfekt aus in einer Minute. Jo, ist so ein kleiner Lippenstift. Das ist übrigens die Farbe Berry Tint. Ich zeige euch die gerade mal, weil ich hole den Lippenstift jetzt einmal raus, aber ich will den nicht öffnen oder sowas, weil ich halt mittlerweile so viele Lippenstifte und Lipgloss und so alles offen. Und ja, muss ja nicht sein. Also es ist halt einfach so eine kleine Größe, Lippenstift. Kann man definitiv auch gebrauchen. Und ich finde, das passt auch super gut zum Muttertag. Jo, der wird aber mal weitergehen. Dann kruschel ich weiter und zwar habe ich hier Washies X Beauty Love Sustainable Cleansing and Make-up Removal Pads. Das finde ich cool. Sind halt einfach so, ist ein Waschi, gell? Ja, ein Waschi, ne? Kann man sich halt mit das Gesicht reinigen. Praktisch auf jeden Fall. Ist ein wiederverwendbares Abschmink- und Waschpad. Ah, und ich sehe gerade, die sollen wohl Schmutz und Make-up nur mit warmem Wasser entfernen. Also man bräuchte gar kein extra Reinigungsprodukt. Wobei, ganz ehrlich, ich bin immer jemand, der natürlich trotzdem nur eine Reinigung benutzt. Man soll halt einfach dieses Pad einmal mit warmem Wasser nass machen. Dann natürlich über Mund, Gesicht, Augen drüber gehen, bis das ganze Make-up halt ab ist. Und dann kann man einfach das gebrauchte Pad mit Seife unter Wasser nach jeder Benutzung, soll man es halt dann waschen, ne? Genau, finde ich nicht schlecht. Und man kann es übrigens in der Waschmaschine waschen bis zu 95 Grad, damit es halt einfach nochmal intensiver gereinigt wird. Jo, finde ich auch nicht schlecht. Sowas kann man definitiv auch gebrauchen. Wir machen weiter. Und zwar ist hier was drin von L'Occitane en Provençois. Eine Hand- und Nailcare. Jo, die wird definitiv weitergehen. Nicht, weil ich die Produkte nicht mag von L'Occitane. Aber ich kenne zwei Leute, die Logitech-Handcreme total gerne mögen. Und deswegen, ja, werde ich dir auf jeden Fall einmal weitergeben. Finde ich aber auch passend. Also ich finde, bisher gefällt mir die Box richtig gut. Aber mein Fazit gibt es ja am Ende sowieso nochmal. Was Süßes darf natürlich auch nicht fehlen. Und wir haben hier No, Not Guilty, Sweet Revolution, Be My Love mit Pomegranate Flavor, also Granatapfelgeschmack. 100 Gramm, so kleine Snacks, also Fruchtgummis würde ich sagen. So, steht hier irgendwas auf Deutsch drauf. Bio-Fruchtgummi mit Granatapfelgeschmack, genau. Vegan ist es Bio. Ja, finde ich nicht schlecht. Ja, das ist nicht schlecht. Passt aber für mich auch, weil man braucht ja auch immer zwischendurch mal was zu futtern. Das finde ich auch nicht schlecht. Die werde ich mir auf jeden Fall reinfahren. Und dann kruschel ich hier mal weiter. Ein Produkt habe ich noch, genau, und das ist nämlich die Box leer. Und zwar von Yuki Care Essentials. Natürliche Pflege ohne Kompromisse, einfach gut für dich und die Umwelt. 01 Daily Sunscreen 50 Plus. Wasserfest und schweißresistent. Also wir haben hier Sonnencreme. Ich schau mal, ist die fürs Gesicht oder ist die für den Körper?
Ja, ich würde sagen, die ist für den Körper. Vegan, mikroplastikfrei und fragrance-free ist die übrigens, also ohne Geruch. Finde ich auch jetzt passend, ne? Also nächste Woche soll es ja jetzt hier bei uns wieder richtig schön warm werden. Sonnencreme kann man da definitiv gebrauchen. Mir kommt die aber bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich die erst hatte und mal weitergegeben habe oder ob ich die vielleicht schon Backup habe. Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ganz ehrlich, irgendwann ja, habe ich auch nicht mehr so den Überblick. Das ist ja schon echt unangenehm teilweise, wenn man dann halt so viele Produkte hat und dann muss man mal schauen, okay, habe ich das schon, habe ich noch nicht. Aber wie gesagt, Sonnencreme kann man definitiv gebrauchen und passt auch super jetzt für mich in die Box rein. So, jetzt nehme ich mir nochmal das Heftchen hier dann und ich schaue nochmal gerade, ob es hier noch irgendwie was Wichtiges gibt, was man vielleicht noch wissen müsste. Wir haben ja die Handcreme, genau, wir hatten die Barbour-Creme. Ah, der Lippenstift. Also, ich sehe gerade, es gibt zwei verschiedene Lippenstifte. Zeige ich euch auch gerade nochmal. So sieht es einmal aus. Ja, gibt halt einen Nude-farbenen und einen roten. Und ich habe wahrscheinlich den roten mal wieder. Jo, 13,99 € kostet der. Wie gesagt, Preise blende ich euch so oder so ein. Ich gucke aber. Und von dem No-Produkt kann man anstatt des Body-Sprays, was ich habe, noch eine Rebalance Body Lotion haben. Ich bin dann doch ein bisschen froh, dass ich eben hier dieses Spray habe. Weil Body Lotion habe ich wirklich mittlerweile en masse. Nicht, dass ich sie nicht mag und nicht, dass ich sie nicht nutze. Aber ein Body Spray ist ja dann zur Abwechslung eigentlich an sich auch mal nicht schlecht. Und haben wir noch irgendwie was hier drin, was ich wissen müsste, wo es vielleicht was anderes gibt? Das Parfüm hatten wir ja schon. Nö. Nö. Das war's. So, meine Lieben. Also, was soll ich zu der Box sagen? Mir hat die Box richtig, richtig gut gefallen. Für eine Muttertagsbox ist es echt, finde ich, eine perfekte Box. Wir haben Gesichtspflege dabei. Mit dem, wie gesagt, mit der Gesichtscreme. Wir haben das Serum dabei, eine Augencreme. Wir haben einen tollen Lippenstift. Wenn abends das Make-up runter muss, haben wir einen Washi dabei. Wir haben da zwischendurch was zum Naschen. Kann man auch gebrauchen. Jetzt für den tollen, ja, für den Sommer braucht man eine Sonnencreme. Die haben wir dabei. Wir haben eine Handcreme dabei, damit unsere Hände gepflegt werden. Wir haben halt noch was für den Körper dabei. Wir haben was für den Kaffee dabei. Wir haben, ja, diese Kärtchen dabei. Und wir haben Parfüm. Und ich finde, das ist eine richtig hammergeile Box, muss ich jetzt mal so sagen. Also, ich finde, die hat sich auf jeden Fall definitiv gelohnt. Auch wenn nicht unbedingt jedes Produkt bei mir bleiben wird, ne? Finde ich aber gar nicht schlimm. Also, ich finde, das ist eine tolle Muttertagsbox. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und ich bin mir sicher, wenn eine Mutti das bekommt, dann würde sie sich definitiv darüber freuen. Ich freue mich natürlich darüber, ich freue mich, die Produkte zu testen. Wie immer seht ihr natürlich die Produkte, wenn sie getestet wurden von mir in einem Aufgebraut-Video, das kennt ihr ja auch schon. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie am Anfang bereits gesagt, lasst es mich mal wissen, wie euch die Zusammenstellung gefallen hat von den Produkten. Was ist euer Lieblingsprodukt? Schreibt es mir gerne einmal unten in die Kommentare. Und ich bedanke mich jetzt bei euch für einmal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bis bald! Tschüss!